Viele Zeitungen schrieben, die SPD habe was gegen Kampfdrohnen. In der Süddeutschen stand dann ein bisschen genauer, dass die SPD die Munition der neuen Kampfdrohnen, die Beschaffung der Munition blockiere. Also, es gab einen Entschluss der SPD-Bundestagsfraktion, der Mehrheit dieser Fraktionen, doch einer jetzigen Beschaffung von Munition für die Heron TP, die neuen Kampfdrohnen der Bundeswehr, erst einmal nicht zuzustimmen und erst einmal noch wieder ins Gespräch zu gehen, in die Diskussion zu gehen, weil es neue Erkenntnisse gäbe. Das war die Hauptbegründung. Die neuen Erkenntnisse sind der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Da war der Einsatz von Drohnen kriegsentscheidend. Und das, was wir schon die ganze Zeit sagen, Kampfdrohnen sind Angriffswaffen. Im Bundeshaushalt 2021 sind 1,2 Milliarden mehr Euro eingestellt für die Weiterentwicklung der Technologie für die Digitalisierung der Bundeswehr. Und das bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben. Das heißt also, für diese vernetzte Operationsführung, wie das bei der Bundeswehr heißt, wird also massiv aufgerüstet. Das ist aus Flensburg kann ich sagen, wir hatten gestern eine Mahnwache etwa mit vergleichbarer Teilnehmerzahl, nur vom Altersdurchschnitt deutlich jünger. Da hatten wir vor FFG, Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft und Rheinmetall, und da war auch klarer Konsens, wir machen weiter. Und das nächste Treffen ist dort als Mahnwache der 8. Januar, der Freitag wieder. Da geht es darum, dass eine Rüstungsfirma auch in der Technologie mit elektronischer Kampfführung vorangehen möchte. Die haben einen Panzer entwickelt, der also elektrisch betrieben wird, sich anschleichen kann, auch unter Wasser fahren kann und damit also besonders heimtückisch als Angriffswaffe geeignet ist. Auf demselben Gelände ist Rheinmetall, der die vorhandenen bekannten Leopardpanzer mit einer digitalisierten Funkelektronik ausrüstet, der den potenziell zu einem autonomen Kampfroboter macht, wo letztlich nur noch ein Panzerfahrer als Fahrer das Gerät in die Nähe des Ziels bringen kann. Das heißt, Szenario, digitale Signale von Drohnen gehen direkt an die Elektronik des Leopards. Das Geschützrohr wird ausgerüstet und vernichtet da sozusagen das Ziel. Das heißt, Deutschland macht mal wieder mit Hightech-Entwicklungen eine neue Runde des Rüstens. FFG ist stolz drauf, dass es so einen Elektropanzer, wie sie bauen, noch nirgendwo sonst in der Welt gibt. Und der besondere Skandal ist, um diesen Panzer bauen zu können, müssen sie eine neue Halle errichten. Die Halle in einem Landschaftsschutzgesetz, da soll mal eben 5000 Quadratmeter Wald für abgeholzt werden. Ein kleiner Anlass war, dass nebenan die Sedanstraße, also benannt nach der Schlacht von Sedan, die ja gewissermaßen eine Gründungsschlacht zum Deutschen Reich war, 1871, dass wir die umbenennen wollen, vielleicht nach Ludwig Baumann. Das wäre so der Kontext, und da bildet sich gerade eine Initiative. Da sind auch zwei kleine Friedensinis von Arndt Spittel und Niendorf dabei, aber auch studentische Gruppen. Und das Bündnis des Satyrs-Denkmal.